Das ist die Mauer zum Freibad von Neckarbischofsheim. Und das ist der Stellplatz dazu. Mit zwei Bänkchen, zwei Sitzbänkchen und da stehen auch schon Bier. Der Stellplatz ist für 5 Wohnmobile gedacht, wobei wir ganz alleine hier stehen, schon seit gestern Vormittag und liegt eigentlich recht schön in Neckarbischofsheim, wo man schöne Ausflüge machen kann. Der Stellplatz hat auch eine Entsorgungsmöglichkeit. Da kommt schon die Ursi. Guten Morgen. Hat eine Entsorgungsmöglichkeit, aber keine Versorgungsmöglichkeit. So, und da sieht man die Entsorgungsstation. Man sieht also, dass der sogar von ADAC ausgezeichnet wurde, 2015. Das ist also für die Kassette zum Entsorgen. Und hier ist der Ablass fürs Grauwasser. Leider keine Möglichkeit gefunden, Frischwasser zu zapfen. Und deswegen müssen wir dann heute Abend oder spätestens morgen früh weiterfahren, weil wir Frischwasser benötigen. Aber jetzt machen wir erstmal einen Radausflug. So, Ossi, fahren wir. Ja, alles bereit. Es kann losgehen. Okay. Ja, wir müssen uns noch ein bisschen was einkaufen. Frisches Brot und noch was zu trinken. Und ein bisschen spazieren fahren. Ja, genau. Und ja, mal schauen, was es hier so zu entdecken gibt. Genau. Also, auf geht's. Neckarbischofsheim ist eine sehr kleine Ortschaft. Knapp 3000 Einwohner, hat uns ein Bäuerlein erzählt. Ein Bäuerlein, entschuldige. Ein Bürger dieses Ortes hat uns gesagt, dass es ca. 3000 Einwohner sind. Ein Landwirt? Vermutlich. Ja, doch. Außer Schwarzwald auf jeden Fall. Ja, kein Einheimischer. Ja. Und es hat erstaunlich viel Historie in dieser kleinen Ortschaft. Ein Schloss ist da. Die alte Kirche sieht man, sieht auch noch die alte Stadtmauer. Und was ich am schönsten finde, ist der Schlosspark. Mhm. Ja. Den zeigen wir euch jetzt. Sogar mit einem kleinen Teich drin. Ja. Ja, im Schlosspark ist ein Teich. Romantisch. Ganz romantisch. Ja, und ist heute an dem besonderen Tag. Heute ist ein besonderer Tag. Der Prinz geht weg. Der Prinz in England. Der geht jetzt unter die Haube. Ja, wir sind nämlich heute an dem Tag von der Trauung vom Prinzen. Ja. Prinz von England. Ja. Prinz Harry. Henry. Harry. Oh Gott, mir bewandert im Königshaus. Und Meghan. Meghan. Ja, ähnlich. Irgendwie so. Die Hübsche auf jeden Fall. Ja. Genau. Also, jetzt schauen wir mal in den Schlosspark. Ah ja, Schloss passt ja. Ja, passt zum heutigen Tag. Sonne scheint, warm wird's auch. Also. Also, Harry, alles Gute. Und Meghan natürlich auch. Genau. So, das ist das Schloss von Neckarbischofsheim. Ist gleichzeitig ein Hotel. Und hier sieht man einen Teil vom Schlosspark. Hi, habt ihr den Brunnen gesehen? Und wisst ihr was? Das ist der Froschkönig. Ich wollte schon immer mal neben einem Prinzen sitzen. Und das ist garantiert der Prinz. Seht ihr hier? Der goldene Ball. Den hat er sich hochgeholt. Und das hier ist die Prinzessin. Also viel Freude aneinander scheinen sie nicht gehabt zu haben. So weit wie die auseinandersitzen. Aber ich will doch trinken.
Ich setze mich gerne in einen Prinzen. Gell? Seht ihr? Er lächelt. Wenn die Ossi jetzt noch ein bisschen mit dem Prinzen rummacht, dann fahre ich mit der Prinzessin weiter. Gell? Ossi? Okay, weiter geht's. Vorsicht, Hundedreck. Ja, Hundedreck, aufpassen, wenn das reinsteht. Mach jetzt ein Foto. Jetzt reicht's. Jetzt sitzt jetzt gut. So viel Landschaft und so wenig Menschen. Wunderschön. Also, man kann sagen, was man will. Wir genießen hier diese Ruhe und diese Einsamkeit. Ja, also hier trifft man eigentlich niemand. Ja, das hört sich vielleicht etwas nobistisch an, wenn man direkt in Konstanz oder am Bodensee wohnt, dass man hier die Landschaft genießt. Aber wenn man in Konstanz irgendwo mit dem Fahrrad rausfährt, da ist man immer mitten unter Menschen. Und hier ist man wirklich ganz alleine für sich. Schon allein am Stellplatz, dass wir da alleine waren, das war schon schön. Und jetzt hier, ja, das genießt man auch. Also wir können euch das nur, wenn ihr Ruhe sucht, können wir euch das nur empfehlen. Und das Schöne am Stellplatz ist noch, dass hier direkt ein Freibad nebenan ist, wo wir aber nicht reingehen. Na, bei der Kälte? Ist ja viel zu kalt. Außerdem sind wir eh nicht die Schwimmer, ja? Nein. Mehr die Radfahrer und Wohnmobilfahrer. Genau. Landschaftsgenießer. Auch. Also, das ist der Naturpark Odenwald. Und man sieht, es ist hier alles nicht so dicht besiedelt. Da unten ist die Hauptstraße, aber da hört man gar nichts davon. Und irgendwo hier ist der Katzenbuckel. Das ist die größte Erhebung vom Odenwald. Aber ich weiß nicht genau, welche Erhebung das ist. Und die Ursi weiß das auch nicht. Nee, welcher genau das ist, weiß ich auch nicht. Aber er soll so etwas mehr wie 600 Meter haben. Das ist der Hauptbahnhof. Und ganz in der Nähe von dem Stellplatz ist auch ein Einkaufsladen. Gell? Ja. Wie viele Meter? Weiß nicht, knappe 100.
Nein, 200, 300, 400. Niemals. Kann ja gar nicht sein. 300. Nein. 250. Nein, höchstens 100. Niemals. Egal, kommt her und messt aus. So, also auf die Entfernungsangaben von der Ursi könnt ihr euch verlassen. Ja, also ich muss leider zugeben, Helle hat recht, es sind doch ein bisschen mehr wie 100 Meter. Aber mit dem Fahrrad kam mir das so kurz vor. Ja, ja. Also immer ein bisschen vorsichtig sein mit den Angaben von der Ursi. Ich kenne es ja schon, aber ihr wisst es jetzt auch. Das Leben geht weiter, wir müssen auch weiterfahren. Ursi. Nein, das tut zu zweit schon. Ich will jetzt noch hier stehen. Die Ursi will noch sehen, wie er heiratet. Ja, das kommt eh dran. Kommen ja nur ein paar Bilder mehr halt. War ja kein Hoffnung. Wir haben uns weiterhin entschieden, zum Katzbuckel zu fahren. Dass wir das immer so steil erwischen. Wir sind gleich da beim Katzenbuckel-Aussichtsturm. Aber boah, Fahrrad außer Atem. Trotz E-Bike kommt man nicht hoch mit dem E-Bike. Es sei denn, es gibt einen Nebenweg. Aber der direkte Weg geht nicht hoch. Also, wenn ihr E-Bikes an die Grenze bringen wollt, dann können wir euch drei Wege nennen. Einer davon ist auf dem Katzenbuckel hoch im Odenwald. Wunderschön, lohnt sich darauf zu gehen. Aber wenn ich auf den Turm steige, dann wünsche ich mir meine 55 Kilo zurück, die ich gehabt habe, wie ich 20 Jahre alt war. Oh, ja. Alter, wird's Leben beschwerlicher. Schön ist trotzdem. Und da kommt sie. Auch nur bei 30 Kilo leichter sein. Ja, beide Dinge ein paar Jährchen jünger. Aber ein grandioser Blick. Ja. Wunderschön. Wunderbar. Ganz hervorragend. Da unten ist der Wohnmobilstellplatz. Unser Gustl kann man leider nicht erkennen, da er hinter den Bäumen versteckt ist. Wunderbarer Odenwald. Und das ist jetzt der Katzenbuckel. Das soll mit 628 Metern die höchste Erhebung des Odenwaldes sein. Wieso soll? Ich. Okay. Ja, wenn Sie sich nicht vermessen haben, so steht es auf jeden Fall in der Karte. Okay, wie du das sagst. Ja.
In der Karte steht so. Vor allen Dingen kann man hier mal sehen, wie viel Wald wir in Deutschland haben. Und es ist jetzt nur der Odenwald, weil der Odenwald ja eigentlich nicht allzu groß ist. Aber die Hälfte vom Turm sieht man nur Wald. Wunderschön. Wald, bisschen Ortschaft und dann natürlich noch die Ossi. Geschafft. Wieder unten. Oh. Ja. Wunderschöner Stellplatz. Und natürlich auch genehmigt für Wohnmobile. Allerdings keinerlei Entsorgung oder Versorgung. Also man sollte frisch entsorgt und neu versorgt sein, dann ist es hier wunderschön. So. Mal schauen, was wir jetzt machen. Was ist schon da? Durch den Odenwald ist sehr schön, sehr kurvig, sehr steil. Wir befinden uns hier so ziemlich an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Hessen. Anstrengend, Helle. Na, ich muss ja nur Gas geben und bremsen. Guten Morgen oder schönen Nachmittag? Nein, Mittag. Nehmen wir noch Mittag, ja. Halb zwölf ist. Okay, wir sind jetzt fertig, um uns dieses Städtchen Eberbach anzuschauen. Am Neckar. Direkt am Neckar. Eberbach, Baden-Württemberg. Genau, und direkt am Neckar gelegen. Heute ist zwar nicht so super tolles Wetter, es regnet immer mal wieder, aber gestern, als wir ankamen, war wunderschöner Sonnenschein. Hier ist ein Stellplatz ausgewiesen für vier Wohnmobile. Allerdings ist er direkt mit Sicht auf dieses Schiff. Und deswegen haben wir uns nicht hundertprozentig regelkonform hier etwas ans Ufer gestellt,
Aber es gab keine Probleme. Wir haben da auch schön mit Sicht auf den Neckar geschlafen. Das heißt ich, die Ossi hat Sicht zur Straße gehabt. War eigentlich ganz ruhig. Und Entsorgungsmöglichkeiten gibt es natürlich hier keine. Wasser kann man hier auch nicht tanken. Aber das war eigentlich jetzt schön zu stehen. Und jetzt schauen wir uns das Städtchen an. Ja, und wir sind nicht die Einzige, die regelkonform stehen. Nicht regelkonform stehen. Nicht regelkonform stehen, ja, genau. Habe ich ja gesagt. Ja. Sind dann noch ein paar dazugekommen. Ja, und standen ja schon. Ja, einige haben dann sogar das Grillen angefangen. Das haben wir nicht gemacht, denn übertreiben kann man es auch. Aber nee, muss, ja nicht muss, sein. Muss jeder selber wissen, was er macht und was er nicht macht. Also es war auf jeden Fall kein Problem, hier zu stehen. Und man steht hier sehr schön. Es sind auch genügend Parkplätze vorhanden, sodass man auch keine BKW-Parkplätze wegnimmt. Nee, also alles. Also gestern und heute war das nicht der Fall. Hm? Wir haben alles richtig gemacht. So, jetzt schauen wir mal in die Stadt und dann kommt mit hier. Ja. Also, das ist hier ein Teil der Stadtmauer. Anfang 14. Jahrhundert. Und es ist der jüngste Teil der Stadtmauer. Denn die Stadtgeschichte geht auf das 13. Jahrhundert zurück. Kann sein, ja. Und hat auch mit der Stadtgeschichte von Konstanz zu tun. Du hast noch nicht erwähnt, dass das die Staufer gegründet haben. Ja, ja, genau. Das ist also die Staufer, in dem Fall Heinrich. Der ist der Sohn gewesen von Friedrich II. Und der Friedrich II. Hat seine Königswürden ausgehend von Konstanz bekommen. Und sein Sohn hat Eberbach gegründet. Klasse. Mehr oder weniger. Vorher war es nur eine kleine Ansiedlung. So habe ich es nachgelesen. So, und das war jetzt der geschichtliche Teil. Was kommt jetzt? Auch einfach nur noch das schöne Häuser angucken, schöne Fachwerkhäuser. Also dann schauen wir mal, ja. Was wir an Schönem finden. Fangen wir mal an mit der Ossi. Ah. Zeig dich mal von deiner besten Seite. Zeige ich mich doch immer. Okay. Also, dann schauen wir mal die Schöne von Eberbach an. Ja, genau. Und wir nehmen euch mit. Habt ihr Lust? Also, auf geht's. Schönes Städtchen, Ossi. Ja, schönes altes Fachwerk. Schön zum Anschauen, ja. Morgen. Hallo. Jaco. Ja. Jaco. Ja. Oi. Jaco.